Der Drachenlord hat mir gerade 1 Euro donatet und zahlt deine Schulden, Yasebe, hat er mir geschrieben. Ich glaube nicht, dass der echt ist, oder sitzt der schon im Gefängnis? Noch nicht, oder? Hey, warum sollte er ins Gefängnis kommen? Weil der verurteilt worden ist für 2 Jahre. Für was? Für Körperverletzung. Ernsthaft? Ja? Den haben was hat er denn gemacht? Kommt der Knast? Der hat halt so Hater zusammengeschlagen, ne? Ja, war auch, no way. Überlebe ich Vater Falling hier? Hat er nicht auch einen Polizisten irgendwas? Nein, der hat nur. Der hat mit einem Backstein nach jemandem geworfen, der draußen vor der Tür stand. Und das zählt als versuchte schwere Körperverletzung oder irgendwie so. Weil du könntest ja mit dem Stein den Kopf treffen und damit könnte man potenziell jemand umbringen. Ja, Bro, krass. Dass der aber da eine Mauer bauen wollte, juckt keinen oder wie, ne? Kann man da sich nicht irgendwie raustalken, wenn man smart ist, dass man so sagt, so, ja, keine Ahnung, da hinten ist halt dein Haufen. Wenn man sich. Der Haufen, wo du mit dem Tiegelstein hinschmeißt. Ja, genau, da werfe ich immer meine Zielstelle und du standest da halt im Weg. Also ich wette, wenn man smart ist, kann man sich da raustalken. Aber erstens ist er, glaube ich, nicht smart. Alter, was soll das denn hier, Bro? Hier ist einfach Tomorrowland, Digga. Junge. Hier ist halt wirklich, hier ist absolut Tomorrowland bei mir. Bro, wirklich? Ich bin in der Höhle und es sind alle Mobs auf dem kompletten Server bei mir. Wart ihr schon mal auf dem Tomorrowland? Ja. Nee. Okay, wie viel Geschlechtsrang hast du mit nach Hause gebracht, Revi? Weiß ich nicht, das. Ich hatte da was mit deiner Schwester und mit deiner Mom. Ich weiß es gerade nicht. Mein Bruder war dort. Ein Beileid. Ist das so einer? Ja, Rewe ist so einer. Cringe. Aber mein Bro war dort. Das war nice. Ah, Chef Strobel ist ja auch so einer. Nein, Chef Strobels Bro ist sogar einer so. Nein. Doch. Ob das zu sagen. Die ganze Strobel-Familie ist in Karlsruhe berüchtigt. Boah, ich hätte wir auf einer. Ich hab gestern Chef Strobel mein Auto geliehen, der hat das ganze Auto zugequalmt. Was laberst du? Echt jetzt? Mit was? Mit Gras? Ja, einfach mit das. Kiffen. Mein Nichtraucher-Auto hat der komplett zugequalmt. Chef Strobel ist auch so hart am Vapen, Alter. Der stand die ganze Zeit auf der Party und hat vor den Girls Vape-Tricks gemacht. Und guck mal hier, ich bastel ein paar klette, fette Clouds. Und die meinen alle, ja, okay, die hängt da kurz am Bart. Geh mal bitte weg. Hat er da bei Handstand gemacht und jetzt Salto-Vape und sowas, richtig unangenehm. Oh mein Gott, ich hab die Mambo-Dias. Echt? Die Holy eine, die fuck! Die nur einmal, die Mambo-Dias. 21 Dias hab ich. The fuck? Oh, ich bin auf einer Spree. Bin absolut geil gerade. Okay, hast du steif? Ja, immer. Okay. Immer ist nicht... Ich habe, ich hab tatsächlich Erektionsprobleme. Echt? Ja. Will ich, warum? Weiß ich nicht. Ich habe vieles, aber das ist halt eins davon, es fuckt übelst ab. Aber, also, lass uns doch kurz drüber sprechen, wie man das können wir machen. Also, naja. Ist es dann... Wie bitte? Nix. Also, wenn du dann, sag ich mal, mit einem anderen Menschen zugange bist, nur. Ja. Quasi, ja. Ja, dann, also, ja. Ich aber weiß aber nicht warum. Es wird ja schon hart und dann bleibt es aber nicht dabei. Mm-mm. Okay. Ja, dann nimm doch Viagra. Ja, ich bin ein bisschen zu jung dafür, oder? Nee, glaube ich nicht. Wie lange hält das so? Boah, ich glaube schon 4 Stunden oder so teilweise, ne? Nee, ich meine, also die Reaktion an sich. So. Revi? Ja. Ich weiß nicht. Nee, du weißt nicht. Ist ein bisschen awkward. Warum? Du hast es gerade angesprochen. Ja, aber nicht so im Detail. Ja, warum? Das wird einfach nur irgendwas Dummes sein, was ich sag. Hä, das passiert einmal. Nee. Passiert wirklich einmal? Nein. Weiß ich, glaube, es hat einfach mit meinem, ich glaube, es hat was mit meinem Kreislauf zu tun. Und Medikation hast du doch auch, oder? Ja, ich habe so richtig harte Pillen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, die ballern das auch richtig weg. Ja, safe. Das ist gemein. Die sorgen wahrscheinlich, dass man zunimmt teilweise. Hast du gemerkt, dass du zunimmst? Ja, aber das ist eigentlich halt, weil ich halt viel esse. Einfach. Nee, wirklich. Das liegt auch an dem, 100%. Let's go. Da kann ich nichts mehr, wenn mir jemand sagt, ich bin fett, kann ich es einfach auf meine Krankheit schieben. Ja. Bin ich voll smart. Sowieso, das machen doch alle Fetten, oder? Tun sie das? Martha, Alter, what the fuck? Let's go, Romatra, fucking based! Let's go, Romatra, das erste Mal, Junge.
Actually fucking base, holy shit. Mantra, holy shit, Junge, wie salzig. Dicker. Das gibt auf jeden Fall eine Big Cancel Wave. Ja. What the fuck? Mantra, der Tweet ist schon geschrieben, ne? Das weißt ja, du. Ja, ja, ja. Ich habe auch gerade schon mal Henno ins CC gesetzt. Henno? Digga, was? Ja, wenn der das hört, ist es eh vorbei. Dann gibt's, den Tweet longer. Digga, da gibt es drei Tweet longer für, weil Tweet longer ist auch bei 5000 Zeichen voll. Junge, was für ein. Oh, ich hab ne Diaz, ich finde halt wirklich Diaz. Ich brauch auch noch so ein paar, Karl. Oder? Wie brauchst du? Was du hast, sag ich mal, ne? Ja. Ich hab 23 jetzt. Hast du nicht eben 21? Mhm. Aber hast du keine Dingshacke, die Glück macht? Doch, hab ich. Okay. Ich hab Fortune 3, das Beste, ne? Ja, hab ich geschenkt bekommen, alles. Chillig. Ja, beziehungsweise ich hab's mir aus einer Kiste genommen. Und dann hab ich einfach 30 Emeralds reingelegt. Der Diebstahlboss. Dann hab ich mir noch 4 andere Bücher genommen. So, bei Kunga. Das merkt er nicht. Hey, ich brauch auch noch ein Mending-Buch. Gamers Time? Ja, bitte. Hast du noch ein Mending-Buch für mich? Nee, kannst aber bei uns traden easy. Okay, kannst du mir eins traden easy? Ich würde dir ein Tulpengesteck fertig machen. Ich würde dir ein Tulpengesteck. Ich mach dir ein Tulpengesteck, komm. Ich mach dir eins fertig. Ein kleines Blumengesteck, okay? Nein, bitte. Du. Doch, ehrlich jetzt. Nee, ich möchte das nicht haben. Bitte, bitte. Du mir jetzt kriegst kein Mending-Buch. Boah, dann lass ich's halt. Was für eine dämliche Drohung. Pack einfach Chef Strobel für mich ab. Okay. Chef Strobel? Okay, besser ist. Ich bin echt cracked. Ach, wie spielst du eigentlich noch GTA-RP? Ich wollte heute Abend eigentlich wieder rein, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich dafür ja richtig viel reden muss und da meine Stimme durch Corona immer noch ein bisschen angespannt ist, warte ich damit noch ein bisschen. Stimmt, gerade redest du echt gar nicht viel. Omatra. Ich lieb's, wenn du so wenig redest, ja? Ich lieb den Song, wenn du die Schnauze hältst. Ey, ich verstehe es nicht, wieso ich eigentlich immer mitten in Bottrop-Kirchhellen oder in Bochum meine Basis baue, wirklich. Hier sind wieder so viele Farmen und ich muss auch dazu sagen, ehrlich jetzt mal unter uns, Trimax seine Farm, die hier ist, ne? Welche meinst du jetzt? Na, die Dingens-Farm. Welche? Die Dripstorm. Ja, ja. Die müsste doch gar nicht so groß sein, oder? Doch, wirklich. Leider, die müssen noch größer bauen. Ja, die wird noch viel, viel größer. Ach, für das Lava-Ding, ja, die muss riesig sein.